Willkommen zum neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Grüßt euch, ihr Lieben. Ja, so wie ihr sehen könnt, bin ich jetzt schon am Wasser. Und zwar am Kanal. Heute ist mein Zielfisch hier am Kanal Barsch. Naja, fahren wir noch zum See. Ich bin halt nicht alleine. Ich bin halt mit Kumpel Udo unterwegs. Der steht ein Stück weiter vorne. Drückt mir die Daumen, dass wir was vor der Linse kriegen. Seid gespannt. Feuer frei. Ihr seid dabei. Let's go. So, los geht es. First Cast. Irgendwie kenne ich unter die Höhe vorne. So, meine Lieben, also hier ging jetzt ja nichts. Ich habe hier auch absolut ja keine Gefühle vorne. Ich habe hier, wie ihr wisst, immer meine ganz bestimmten Stellen, meine 3-4, und da werden wir jetzt so hinlaufen. Drückt uns weiterhin die Daumen, dass wir noch was Schönes vor der Linse kriegen. Let's go, Feuer frei, ihr seid dabei. Bis gleich an einer anderen Stelle. So, ab zur anderen Stelle. Das Wasser kocht hier auf jeden Fall extrem. Weißfische ohne Ende. So, meine Lieben, ich werde mir jetzt auf jeden Fall einen anderen Köder ran machen. Ich habe ja hier unseren Mailchat dran, unseren Prototypen. Der wird demnächst bei uns auch neu im Shop erscheinen, bei MB Fishing. Da könnt ihr euch auf jeden Fall schon richtig drüber freuen. Das ist ein absolut geiler Köder. Aber ich werde mir jetzt einen ran machen, der ein bisschen heller ist und ein bisschen kräftigere Farben hat. Und dann auch einen 10 Gramm Kopf, jetzt halt einen 7 Gramm Kopf dran. Mal schauen, da werde ich ein bisschen jiggen, in der Hoffnung, dass noch vielleicht noch ein Zander drumherum kommt. Ja. Drückt uns weiter in die Daumen, dass wir das schön vor der Linse kriegen. Bleibt dran, seid gespannt, Feuer frei, ihr seid dabei. So, meine Lieben, jetzt hätten wir den Eido rangemacht, in der Farbe Crazy Perch, in 10 cm. Wird ein 10 Gramm Jigkopf, auch von MB Fishing. Kann ich euch nur empfehlen, extrem scharfe Haken. Guckt gerne mal rein bei uns im Shop. Wir haben auch den Shallow Runner, habe ich im letzten Video schon gesagt. Der ist neu bei uns im Shop, der Wobbler, der Zander Wobbler. Kann man auch für Hecht nehmen. Kann ich auch empfehlen, der läuft geil. So, nicht lang schnacken, ruht den Nacken. Weiter geht er, drückt uns den Daumen.
So, meine Lieben, also bis jetzt ging noch ja nichts. Kontakte hatten wir viele, aber alles nur Weißfische. Und ich habe mir manchmal gar nicht getraut, einfach anzuhauen, weil ich nicht will, dass ich halt ständig Brassen hier hake. Weil irgendwie tun mir die Fische dann auch leid, wenn die mit Verletzungen dann wieder losschwimmen. Und ja, schwierig immer dann. Schwierig, das zu unterscheiden, ist das jetzt ein Biss oder ist das jetzt nur ein Schnurschwimmer oder eine Brasse. Ja, auf der Stelle war ich ja vor 2 Tagen schon mal hier. Habe ich auch eine dicke Kirsche gefangen und die blende ich euch jetzt mal ein. Und wir werden leider mal einen Spot wechseln und dann werde ich die Brustkamera ranmachen. Drückt uns weiterhin die Daumen, dass wir noch was Schönes vor der Linse kriegen. Hoffe, dass es noch spannend wird. Wir fahren nachher noch zu einem See, Hecht angeln. Mal gucken, ob es da besser läuft. Ich hoffe es. Also, seid gespannt, dranbleiben, Feuer frei, ihr seid dabei. Lasse ich den wieder schön absinken, am besten mit einem offenen Bügel, weil man sonst immer einen Haufen Meter verschenkt. So, jetzt ist er unten und jetzt kurbel ich ganz langsam den ran. A few moments later. So, meine Lieben, das wart ihr erstmal am Kanal. Hier ging nichts, außer Haufen Weißfischkontakte, weil hier sonst ja nichts. Hab mir gerade noch mit jemandem von Instagram unterhalten. Der hatte hier auch nichts. Jetzt haben wir uns überlegt, ich und Udo, wir fahren jetzt zum See Hecht angeln. Bei herrlichem Sonnenschein. Drückt uns die Daumen, dass wir da noch was rausgezaubert kriegen. Wir sehen uns gleich am anderen Gewässer. Dranbleiben. Ich hoffe, es wird noch spannend. So, meine Lieben, jetzt sind wir hier am See. Der eine oder andere kennt den, mein altes Vereinsgewässer. Mal schauen, ob die Hechte Bock haben. Geil wär der auf jeden Fall. Ja, war schon lange nicht mehr hier gewesen. Mal kicken. Udo steht da hinten. Der steht da. Ja, drückt uns die Daumen, dass wir was rausgezaubert kriegen. Dranbleiben. Ich hoffe, es wird noch spannend. Feuer frei, ihr seid dabei. Let's go. Ja, anfangen wir auf jeden Fall mit unserem Shallow Runner. Ja, Fisch. Geil, Alter. Oh. Auf den Shadow Runner. Nice.
Da der Kleine. Nice. So, schnell verarzen den Burschen. Guck, den Shadowrunner hat er gebissen. Nice. Werden wir mal immer nach hinten laufen zum nächsten Steg und mal schauen, ob da noch was geht. Ansonsten gehen wir dann in andere Richtung mal lang. Aber wenigstens ein Schneider hat, Junge. Freue ich mich auf jeden Fall. Kein Riese, aber Fisch. Nice. So, nicht lang schnacken, rote Nacken, Feuer frei, ihr seid dabei. Let's go. So, jetzt sind wir hier am nächsten Steg angekommen. Gucken. Ach, der ist ja gerade mal so. Der ist ja gerade mal so groß wie mein Köder, Junge. Hübsch sind sie ja, die Kleinen. So, weiter geht es. Und gebissen hat er wieder auf den Shadowrunner. Was auf Fresse geflogen. So, meine Lieben, wir haben jetzt mehrere Stege hier abgefischt. Da war ja nichts. Das ist jetzt der letzte Steg hier. Gucken, ob wir hier noch irgendwas rausgezaubert kriegen. Im Barsche haben wir überhaupt ja keinen Kontakt gehabt. Mein Kollege auch nicht. Ja, die werden jetzt irgendwo am Grund stehen, in irgendwelchen tiefen Löchern hier drin. Also ist das. So, ich werde jetzt weitermachen mit meinem Shallow Runner von MB Fishing. Er hat mir hier schon zwei Hechte gebracht. Also dranbleiben, vor allen Dingen Daumen drücken, dass wir noch einen großen Hecht hier vor der Linse kriegen. Aber mir ist eigentlich egal, wenn noch ein kleiner ist Fisch, wie vorhin schon gesagt, man sollte über jeden Fisch dankbar sein. Also Feuer frei, ihr seid dabei. Dranbleiben, Daumen drücken. Wichtig ist auch immer erst die vorderen Bereiche alle abzufischen, weil wenn man nämlich weiter hinten jetzt einen Hecht hat, dann tut man die hier vorne meistens immer gleich verscheuchen.
meine Lieben, das war's erstmal wieder mit dem Video. Ja, zwei Fische konnte ich euch vor der Linse zeigen, am Kanal, da ging gar nichts. Zwar einen Haufen Weißfischkontakt gehabt, aber da war halt nichts. Wenn wir machen, so ist Angeln. Will mich nicht beschweren, zumindest wieder kein Schneider-Video geworden. Das ist ja schon mal sehr schön. Jetzt kommen wir zur Gewinnspielauflösung. Das hat nur ein einziger richtig gehabt in den Kommentaren. Das waren genau vier Fische, die ich da gefangen habe in den drei Videos. Erstmal herzlichen Glückwunsch an Natureboy 2766. Schreib mich bitte bei Facebook oder Instagram privat an. Dann schickst du mir nach deiner Adresse und dann schicke ich dir den Wobbler zu. Und dann wäre noch schön, wenn du damit einen Fisch fängst, mir mal ein Foto zu schicken oder sowas. Das wäre natürlich echt nice. So, meine Lieben, dann wünsche ich euch auf jeden Fall einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleibt gesund, böllert nicht so viel, denkt an eure Haustiere. Bis dann, wenn ihr am Wasser seid, dicke Petri. Haut rein, ciao.